Also ich glaube, es ist klar, worum es geht. Heute jetzt noch mit dem MEW 202 und zwar Fülldraht. So, wir haben schon alles vorbereitet. Wir haben Bleche, wir haben Trennspray, wir haben alles umgerüstet. Ist jetzt aber gar nicht so viel. Wir brauchen einen Schlaggerhammer. Ist ein bisschen wie bei Elektrode. Gut, ob man brauchen, weiß ich noch nicht, weil für mich ist das das absolute Highlight. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, Fülldraht geschweißt. Das ist heute das allererste Mal. Deswegen wird es für mich sehr interessant. Wie gesagt, Fülldraht ist drin. Gasschlauch hängt hier. Das heißt, wir haben kein Gas angeschlossen. Und jetzt ist klar, wir wollen Fülldraht schweißen. Einstellung ist richtig easy bei dem Gerät. Das heißt, wir gehen hier auf Menü, gehen auf den DC-Modus und dann gehen wir auf Flux, ne? Englisch für Fülldraht. So, und hier müssen wir dann nur noch unseren 0,8 Draht einstellen, Zweitakt und so weiter. So, jetzt haben wir hier ein paar Bleche. Die werden wir jetzt schweißen. Ganz wichtige Thematik, habe ich nämlich auch jetzt eben überlegt. Wir können ja hier nicht stechend schweißen. Wir müssen hier schleppend schweißen, weil wir arbeiten quasi hier mit schlaggebildenden Zusatz quasi. Das ist wie bei Elektrode, verhält sich das auch. Deswegen haben wir den Schlaggerhammer auch mal mit hier. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn brauche, aber das sehen wir gleich. Das heißt, so wie ich das gelesen habe, ich habe mich natürlich mal kurz erkundigt, nicht komplett schräg schleppen, sondern leicht neutral. So, und dann probieren wir das erstmal. Wir haben jetzt hier ein 4 mm Blech, deswegen habe ich mal die Power relativ hoch eingestellt. Aber ich denke mal, das geht. Wir heften jetzt dieses Blech erstmal ab. Vorher nehmen wir natürlich immer ein Trennspray. Ich will ja meinen Tisch nach wie vor hier nicht versauen, weil ich ja normalerweise hier drüben so ein Zeug nicht schweiß. Ach so, eine wichtige Sache noch fällt mir gerade ein. Das habe ich auch gerade eben gemacht, weil das wird hier sogar auch im Programm angezeigt. Hier. Schlauchpaket auf Minus, Masse auf Plus. Das muss quasi unten noch geändert werden. Sonst funktioniert das Ganze wahrscheinlich, denke ich mal, auch nicht. Oder, naja, meistens funktioniert es, aber halt sehr schlecht. So, also wir gehen rein und testen jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin jetzt schon ein bisschen, also jetzt ohne Mist. Ich schweiße seit 10 Jahren, habe aber noch nie Fülldraht geschweißt. Also es spritzt natürlich extrem und Rauchbildung ist auch krass. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. So sieht das Ganze jetzt erstmal prinzipiell gerade aus. Relativ dreckig, aber ist ja klar, denke ich mal, jetzt ohne Gas. Ja, vielleicht lassen wir es noch kurz ein bisschen abkühlen. Hier geht gerade noch ein bisschen schwer runter. Aber die entfernen wir jetzt gleich mal und dann bin ich mal gespannt. Es sieht jetzt relativ schmal aus. Ich hätte auch ein bisschen pendeln können, aber ich habe gedacht, es geht eigentlich auch so. Also, so vom ganzen Verhalten her fand ich es jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Es spritzt. Du siehst die Rauchentwicklung, die ist natürlich enorm. Jetzt gehe ich natürlich jetzt noch auf meine Eindrücke ein, weil ich noch nie Fülldraht schweiß habe. Schweißgerät schweißt meiner Meinung nach gut. Ich habe natürlich jetzt auch keinen direkten Vergleich. Ich kenne nur die Videos von Manni Welder. Da sah das immer so ähnlich aus. Und deswegen denke ich, es passt. Was mir jetzt auch gerade beim Schweißen eingefallen ist, wir haben ja hier ein Puls- und Doppelpulsgerät. Da bin ich jetzt auch nochmal ganz stark gespannt, ob es da noch einen Unterschied gibt oder ob man das überhaupt einstellen kann. Das weiß ich noch gar nicht. Gucke ich mal, ob man das einstellen kann und dann testen wir das natürlich auch noch. Wir haben unser Endergebnis und ich muss sagen, ich bin sogar begeistert, weil das ist schon in Ordnung. Das ist fürs erste Mal, finde ich, für mich ganz in Ordnung. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Dunst gebraucht, obwohl wir waren schon bei 180 Ampere, aber vielleicht ist es genau der Punkt, was ich eben gesagt habe, ich hätte pendeln sollen. Das können wir jetzt noch mal testen. Ein bisschen mehr pendeln vielleicht und dann kommen wir noch ein bisschen schöner rein. Es macht echt einen übertriebenen Dreck, aber guck mal hin, ja. Ich glaube, zum Schluss habe ich es ganz gut hingekriegt. Ein bisschen gependelt und wir haben ein bisschen eine breitere Naht. Ist schon ganz okay. Also ohne Absaugung oder ohne Frischlufthelm, ohne Mundschutz, ohne Werkstatt durchlüften. Ja, bitte nicht machen. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, machen wir es natürlich auch, gell? Weil das riecht schon stark. Also ruhig Werkstatt gut belüften. Also prinzipiell mein erstes Fazit nach zwei Schweißnähten.
Dafür, dass es ohne Gas ist, geht es extrem gut. Ich find's geil. Macht mir Spaß. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Blut geleckt, was Füllrad angeht. Füllrad-Profi! Außer man sieht hier, dass ich... Ich habe mal aber extra drinnen gelassen, den Draht. Ja, jetzt aber mal ehrlich. Das finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Bisschen Übungssache. Aber wer Max schweißen kann, würde ich sagen, kriegt das hin. Man muss halt nur dran denken, dass man nicht stechend schweißt, sondern wirklich schleppend. Dann funktioniert das auch ganz gut. So, wenn du meine Videos kennst oder mich kennst, weißt du, ich muss ja natürlich immer testen. Ja? Jetzt habe ich das Ganze mal stechend geschweißt. Unterschied ist, es ist gefühlt spritzt es mehr. Vorne liegen dann die Kügelchen, die sich dann mit aufschmelzen. Also man merkt, es läuft auch nicht so schön. Es geht wirklich bescheidener. Macht auch um einiges. Es macht schon ganz schön Dreck, gell? Also stechen, sinnlose Geschichte. Ich wollte es für mich jetzt nur mal testen. Aber das ist ja, verhält sich quasi wie bei Elektrode auch. Das funktioniert halt einfach nicht. So, wir machen jetzt nochmal. Naja. Das kannst du dann nämlich auch vergessen. Die Schlacke geht fast gar nicht runter. Oh, hier sind wir zu Hause. So, wir gehen rein und testen das Ganze in der Pulsfunktion und gucken mal, wie das abgeht. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Alugussbereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis, wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen. Die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Der Micha sagt ja immer von Böhler, Füllrad kann man auch mit Gas schweißen und dann hat man noch Vorteile, wie auch immer. Ich kann das natürlich jetzt wieder nicht im Detail sagen, aber das will ich natürlich jetzt auch nochmal testen. Aber dann wird sich wahrscheinlich wie bei Domalmack verhalten, das Ganze. Aber wir testen es. Wir haben das Gas angeschlossen, aufgemacht habe ich es und dann probieren wir mal, wie das Ganze mit, ob es überhaupt mit Gas geht. Aber ich glaube, warum soll es nicht mit Gas gehen? Ja? Hab wieder beide Varianten ausprobiert. Schleppend, es sieht halt um einiges sauber aus, es läuft ein bisschen besser. Stechend, absolute Katastrophe, das ist sinnlos. Aber der Micha hat gesagt, ich weiß noch, irgendwie Steignähte, verzinkte Bleche lassen sich dann mit Gas und mit Füllrad besser schweißen. Na, wir machen jetzt gleich mal die Schlacke runter und dann gucken wir mal. Ist halt heute auch ein kleines Tutorial, so also ein bisschen Test. Was kann das MEW 202? Ja, ein bisschen Füllrad-Testing halt für mich auch heute noch mit. Aber dann kann man mal drüber reden, dann hat man mal ein paar schöne Sachen. So, jetzt gehen wir in den Puls. Ach so, dann ist ja jetzt die Frage. Jetzt haben wir natürlich nicht die Auswahlmöglichkeit vom... Haha, das ist natürlich... Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wir können jetzt hier nur mit Gas. Ja, das ist natürlich blöd. Also wir können es jetzt mal probieren auf einer Einstellung. Also wir gehen mal auf Puls. Und dann müssten wir hier, naja, Stahl. Aber es ist halt immer mit Argon oder CO2, QC. Wir probieren es einfach mal in der ersten Einstellung. Bin ich mal gespannt. So, jetzt machen wir hier erstmal die Schlacke runter. Und gucken, wie das da drunter aussieht. Wenn wir jetzt mal mit Gas schweißen. Ja gut, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine schöne, glänzende, ordentlich saubere Schweißnaht. Gut hinten. Au, hinten. Obwohl stechend, sieht sie gar nicht so schlecht aus. Okay. Also auch das sieht man mal, funktioniert. Da müssen wir dann vielleicht mit Micha nochmal reden. Das ist, wie gesagt, das Thema Füllrad hat mich jetzt ganz schön angefixt. Was wir dann für Vorteile haben, wenn wir Füllrad mit Gas schweißen. Also... Das geht schon. Das geht. Da muss ich mit Micha mal Rücksprache halten. Da gibt es, wie gesagt, Füllträte, die für verzinkte Bleche besser gehen, steigen und solche Sachen. Also bestimmte Anwendungsbereiche, hat er gesagt, machen damit sehr viel Spaß. Das wäre mal auf jeden Fall. Ich kriege ja noch eine SMC, eine Uran, also eine Böhleranlage. Mag, Mikmak.
Das wäre dann natürlich dann cool, weil da sind dann die ganzen vorgespeicherten Drähte mit drin, wo quasi ja, Böhler quasi schon zu den Drähten eine Einstellung im Schweißgerät hat. Das ist halt richtig cool, gell? Also wie abgespeicherte Jobs nur für die Drähte. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen, ob das funktioniert. Also prinzipiell erstmal Fazit zwischendurch. Fülldraht schweißen mit dem MEW 202. Überhaupt kein Thema. Das Gerät ist ja von einem Kumpel. Und der hat schon gesagt, dass es ihn Fülldraht interessiert. Jetzt kann ich ihm schon mal sagen, da brauchst du überhaupt keine Gedanken machen. Das geht sehr gut. Wenn man natürlich jetzt viel schweißen will, man muss es ein bisschen abwägen. Es ist natürlich viel Sauerei. Gell? Wenn man jetzt wirklich mal irgendwann was Sichtmäßiges schweißt, irgendwelche Gestelle oder solche Sachen, du hast natürlich ein bisschen mehr Nacharbeit wegen Spritzer, Schlacke entfernen und so weiter. Das muss man dann abwägen. Aber der Vorteil bei dem Gerät ist ja, du hast einen Gasanschluss. Das heißt, du holst einfach eine Flasche Gas und ganz, ganz normal auch mit MAC schweißen oder MIG. Haben wir ja schon Videos dazu gemacht. Kannst du dir gerne mal reinziehen. Findest du auf jeden Fall unten in der Beschreibung. So, aber jetzt Testing Puls. Oh shit, ey, das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet. Das geht sogar fast besser. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt, was da unten drunter los ist. Also gefühlt bei 150 Ampere, hier ging richtig was ab. Also das war jetzt gerade nicht schlecht. Jetzt weiß ich halt natürlich nicht, wie es da unten drunter aussieht, unter der Naht. Das müssen wir jetzt mal kurz abkühlen lassen. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist das doch schon mal ein bisschen wenig Draht. Also wir hätten jetzt quasi, obwohl wir sind schon relativ hoch eingestellt. Ups, falsche Richtung. Aber wir haben noch ein bisschen was. Das heißt, wir gehen mal auf, achso, das ist dann volle Bulle. Das würde ich dann jetzt nochmal testen. Aber das war ja jetzt gerade. Ja, und das sieht schick aus. Das sieht absolut schick aus. Also ich habe jetzt natürlich den Punkt, dass viele gesagt haben, Fülldraht, das ist nicht so gut. Gell? Das ist natürlich das, was man immer so hört. Fülldraht funktioniert nicht. Fülldraht, das spritzt. Fülldraht ist dreckig. Fülldraht lässt sich nicht so schön schweißen wie MAC. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich jetzt gerade hier diese Schweißnaht sehe, Fülldraht mit Puls, ich glaube, die Frage hat sich komplett beantwortet, ob das Sinn macht oder nicht. Für mich macht das definitiv Sinn. Das sieht sehr sauber aus. Sehr, sehr cool. Also mega Naht, schön breit. Also da würde ich jetzt fast sagen, da sieht man fast gar keinen Unterschied, ob es eine MAC oder eine Fülldrahtnaht ist. Also richtig cool, richtig cool. Also jetzt haben wir noch mal ein bisschen gepusht. Wir sind noch mal ein bisschen höher gegangen. Jetzt testen wir das Ganze noch mal, ob da das noch ein bisschen besser geht. Vielleicht gehen wir auch 10 Ampere runter und ziehen noch mal eine Naht. Ganz wichtig, Absaugung anmachen. Ich habe jetzt gleich mal eine Doppelpulsnaht hinterhergezogen. Weiß ich nicht. Normaler Puls. Mega, also jetzt ohne Mist, das geht sehr gut. Würde mich mal interessieren, ob das schon jemand ausprobiert hat. Da müsste ich mal mit Manni quasi Kontakt aufnehmen. Ich weiß, der hat schon einige Videos auch zu dem Gerät gemacht, aber da würde mich mal interessieren, was die anderen dazu sagen. Das finde ich jetzt erstmal gerade sehr nice. Also für mich ein absoluter Allrounder, das MEW 202, richtig cool. Wir haben jetzt schon Normalstahl richtig geil mitgeschweißt, Puls, Doppelpuls. Wir haben Aluminium mitgeschweißt, jetzt Fülldraht. Was will man denn mehr, wenn das so gut funktioniert? Absolutes Gerät. So, ich denke mal, jetzt ist es abgekühlt. Jetzt gucken wir mal, wie das da unten drunter aussieht. So, bei der ersten Pulsnaht habe ich jetzt einen kleinen Einschluss. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Habe ich auch nicht gesehen. Doppelpuls, gut, das hat sich jetzt... sehe ich jetzt nicht so den Punkt da drin. Ich finde, das mit normalem Puls ging schon mega gut. Es hat auch viel, viel mehr gequalmt, habe ich gemerkt beim Doppelpuls. Also... ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin von dem Gerät jetzt erstmal, was das jetzt hier so alles kann und was wir jetzt gerade probiert haben, mega begeistert. Wenn das nämlich jetzt für dich auch noch so ein Punkt war, wo du sagst, ja, kann das Ding überhaupt Fülldraht schweißen? Können wir jetzt ganz klar beantworten, das Ding kann es auf jeden Fall ganz entspannt und sogar mit der Pulsfunktion noch schöner, noch schöner. Also, MEW 202 Test bestanden, Fülldraht. Mein Gut, es hat aber auch eine Einstellung. Es war ja klar, dass er das kann. Ging jetzt aber auch so, ich freue mich also ein bisschen selber, weil ich, wie gesagt, selber Fülldraht noch nie geschweißt habe, aber jetzt habe ich Blut geleckt. Da möchte ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr testen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine coole Nummer. Cooles Schweißgerät, funktioniert sehr, sehr gut, hat mir Spaß gemacht. Super Anwendungsbereich für dich zu Hause, wenn du sagst, pass auf, ich möchte zu Hause ein bisschen rumschweißen, möchte mir aber keine Gasflasche besorgen. Oder du kennst jemanden, einen Kumpel und alle überlegen so, dann bist du hier auf jeden Fall mit dem MEW gut bedient, weil du hast die Möglichkeit im Nachgang immer noch auch MEG und MAG zu schweißen. Plus du hast den Puls und Doppelpuls, also eine sehr, sehr coole Anlage mit dem Synerg-Modus, was es alles so kann. Klar, Gas bräuchtest du zum MEG und MAG schweißen, hau ich dir unten auch mal einen Link rein, haben wir ja eine Kooperation mit Air Liquide, wo du noch 10% auf deine Gasbestellung sparen kannst. Da vielleicht mal der kleine Teaser. Zieh dir das gerne rein, schau dir das an. In unserem Shop gibt es auch unten in der Beschreibung immer für alle meine YouTube-Community einen schönen kleinen Rabatt. Wir stellen auch immer Pakete zusammen. Wir haben oft die Nachfrage, Mensch, kannst du uns mal helfen? Was brauche ich eigentlich alles dazu? Gell? Drahtrolle, natürlich Druckminderer, bam, bam, bam. Oder vielleicht geht auch ein anderes Gerät für mich besser. Da stellen wir immer was zusammen zu Community-Preisen. Wenn du da Interesse hast, nimmst du natürlich sehr gerne mit mir Kontakt auf oder mit meinen Kollegen und dann kriegt man da für dich auf jeden Fall was Cooles hin. Am einfachsten immer über WhatsApp direkt gleich auf unserer Homepage ist der WhatsApp-Button oder telefonisch das Ganze. Ja, für Fragen, Anregungen, alles unten in die Kommentare rein. Wenn dich das Ding jetzt extrem interessiert, schaust du dir hier unten den Link an, weil dann kommst du direkt zu dem Gerät bei uns in den Shop. Und hier oben findest du alle anderen Videos, die wir schon zu dem Gerät gemacht haben, um noch mehr Input zu bekommen, was das Gerät angeht. Lass es dir gut gehen, dein Alulöffel. Bis bald.